Codemasters hat F1 2021 für Mitte Juli angekündigt. Und was das für unsere fünfte Saison bei F1 2015 bedeutet, dazu gleich mehr. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der 16. Kalenderwoche. Mittlerweile läuft ja Codemasters F1 2021 unter den Fittichen von EA. Und die haben jetzt für den 16. Juli F1 eben 2021 angekündigt. Und wir werden uns jetzt einfach mal zusammen das Marketing blub blub durchlesen und bewerten und uns unsere Gedanken einfach dazu machen. Und dann natürlich auch nochmal über F1 2020, speziell Saison 5, sprechen, die ich ja geplant habe. Eins vorab, ich habe mir das hier noch gar nicht durchgelesen. Ich habe mir schon den Ankündigungstrailer von Codemasters angeguckt und da waren böse Buben zu sehen und da war mein erster Gedanke, Devin Butler kommt zurück. Weil der ist ja der böse Bub in F1 2019. Aber schauen wir mal, was hier steht. Spüre das Tempo und erlebe den Nervenkitzel in F1 2021. Wann erreichst du deine Schmerzgrenze? Es wird Zeit, mit F1 2021 die nächste Generation einzuläuten. Wann ist deine Schmerzgrenze erreicht? Es wird Zeit, mit F1 2021 dem offiziellen Videospiel der 2021 FIA Formel 1 Weltmeisterschaft die nächste Generation einzuläuten. F1 2021 ist ab dem 16. Juli für die neuen und alten Konsolen sowie, obwohl da unten steht PC, via Steam erhältlich. Interessant, dass Origin nicht genannt wird. Ich weiß, 2020 kamen wieder viele Spieler von Origin zu Steam und allen voran eben auch die ganzen neuen, weil sich das für EA einfach lohnt. Steam Origin nicht so prickelnd, lohnt sich einfach, aber dass Origin hier überhaupt nicht erwähnt wird? Eine Kleinigkeit, aber interessant. Und vollgepackt mit brandneuen Features, die wir uns jetzt genauer ansehen werden. Was gibt's Neues? Breaking Point. Erlebe in Breaking Point, unserem brandneuen Story-Modus, eine epische Karriere. Schwinge dich aus den Reihen eines Formel-2-Piloten zum Star in der Formel 1 auf. Klingt wie eben die Karriere in der F2 beginnt in F1 2019. Nimm im Cockpit eines Boliden der Königsklasse Platz und lebe den Lifestyle auf und neben der Rennstrecke. Kann man sich jetzt viel ausmalen, wie umfangreich das dann sein wird. Mal gucken. Aber das ist noch nicht alles. Devin Butler, hier habe ich doch richtig gelegen mit meiner Vermutung, ist nach seinem fulminanten Debüt in der F1 2019 wieder mit von der Partie. Wir werden in den nächsten Wochen noch viel mehr über ihn und unseren brandneuen Story-Modus Breaking Point verraten. Breaking Point, Breaking Point, Bremspunkt und der Punkt, an dem du gebrochen wirst. Eindeutig, zweideutig. Zwei Spielerkarriere. Außerdem freuen wir uns, ein Feature enthüllen zu können, das schon lange auf der Wunschliste stand. Die Möglichkeit, die Karriere entweder kooperativ oder gegeneinander zu spielen. Ich glaube, letzteres ist neu und das klingt cool. Da jeder Spieler die volle Kontrolle über die Fahrhilfen behält, kannst du das Spiel spielen, wie du möchtest, egal ob du ein Serienveteran bist oder gerade erst einsteigst. Realer Saisonstart. Mit dem Feature Realer Saisonstart in F1 kannst du die aktuelle Saison live nacherleben, inklusive aller tatsächlichen Platzierungen und dich dann selbst hinters Steuer klemmen, um die übrigen Rennen zu fahren. Ideal für Spieler, die eine realitätsnahe Saison erleben möchten. Spielerlebnis der nächsten Generation. Zum ersten Mal wird F1 2021 für die neuen Konsolen, naja, die sind ja gerade erst neu erschienen, sofern man sie überhaupt bekommt und hat, mit schickerer Grafik und schnelleren Ladezeiten. Ja, danke für den Wink. Vor F1 2020 hat das Spiel super schnell alles geladen, aber mit F1 2020 wurde das trotz super duper Festplatte echt lahm. So wie für die alten Konsolen und PC über Steam erhältlich sein. Ich hoffe, die haben das wirklich mal wieder angepasst. Es ist eine Kleinigkeit, aber es lief halt bisher immer so einfach und so schön schnell und F1 2020 ist da echt lahm, das ist schon ärgerlich.
Wenn du upgraden möchtest, wirst du dich freuen, dass für F1 2021 Xbox Smart Delivery und das kostenlose Upgrade für PlayStation unterstützt wird. Du kaufst das Spiel für die alte Konsole und bekommst es dann automatisch auch für die neue kostenfrei. Ja, ist schön. Wenn du dir eine neue Konsole holst. Welche Features feiern in F1 2021 ein Comeback? Features, die du aus F1 2020 kennen und lieben gelernt hast, wie mein Team. Ja, schön, das ist so ein toller Modus. Ich meine, ein eigenes Team an den Start bringen mit einer eigenen Lackierung. Ich hoffe, wenn jetzt schon bei EA dieses Spiel, dann nutzen die hoffentlich zum Beispiel Need for Speed Payback, den Editor, und integrieren den einfach für eine eigene Lackierung und Handschuhe und vieles mehr, Helm, Rennanzug, sowas, Logo eben. Zwei Spieler, Splitscreen, kürzere Saisons, Option für Barrierefreiheit und F2 bleiben. Auch weiterhin Teil des Gesamtpakets. Außerdem erweitern und verbessern wir viele andere Features wie skalierbare Fahrhilfen, Fahrerstatistiken und mehr Spieler. Klingt alles bisher ganz schön und gut. Mal gucken, wie umfangreich oder gut es einfach umgesetzt ist. Klar, letzteres, davon ist alles abhängig, aber klingt schon mal nicht verkehrt. Vorbestellung. Wenn du schon gespannt auf F1 2021 wartest, kannst du jetzt sofort vorbestellen. Du erhältst das Breaking Point Inhaltspaket, ein Set mit exklusiven, von den fiktiven Stars des neuen Story-Modus inspirierten Spielobjekten sowie 5000 Pitcoins. Also, wenn es bloß ein Outfit ist, gut. Aber wenn ich schon wieder Pitcoins lese, das war zu erwarten. Aber wenn ich da an den Podiumpass denke und... Wir kennen das Thema ja. Dämliches Ding. Naja. Unsere digitale Deluxe-Edition enthält 7 klassische F1-Piloten für mein Team, die wir demnächst vorstellen werden. 3 Tage vor Abzugang. Zusätzliche Individualisierungsoptionen... aber nicht, dass dieser Need for Speed Editor dann nur für die Deluxe Edition Inhaber verfügbar sein wird, werden diese Möglichkeiten sich zu individualisieren. Das wäre ja kacke. 18.000 Pitcoins und das Breaking Point Inhaltspaket. Außerdem arbeiten wir an den neuen Strecken Portimao, Imola, geil, haha, und Jeddah in Saudi-Arabien mit Sternchen, weil findet vielleicht nicht statt. Mal gucken. Aber Portimao cool und Imola endlich wieder. Imola hatten sie an F1 2013 zuletzt. Die nach Veröffentlichung für alle Spieler als kostenlose, aber mit 2 Sternchen Inhalte verfügbar sein werden. Weitere News zu F1 2021 findest du auf der Formel 1 Spiel-Website und auf unseren Social-Media-Kanälen. Ein Sternchen. Die Inhalte dieser Ankündigung könnten sich in Zukunft ändern. Da wir unsere Inhalte stetig weiterentwickeln. Ja, kann man sich schön rausreden. Wir werden stets unser Bestes geben, um unsere Community auf dem Laufenden zu halten. Und 2 Sternchen, Konditionen und Einschränkungen haben, finden Anwendung. Da kann man es kaufen und hier sind nochmal die Teams. Okay. Naja, es werden schon alle drin sein, aber die haben halt noch nicht alles bekommen. Ja, und das war's. Hier Newsletter, bla bla blub. Soweit, so schön. Klingt, wie ich finde, interessant. Es ist wirklich die Frage, wie umfangreich und wie gut wird es einfach umgesetzt. Das waren jetzt bloß einfach nur Worte. Und entscheidend ist dann einfach auf der Strecke. Und was bedeutet das jetzt für uns, für F1 2020? Ich habe ja zu Beginn der 4. Saison in Aussicht gestellt oder zumindest als Möglichkeit angesprochen, dass wir den Rennkalender der 5. Saison einfach verkürzen. F1 2021 soll ja Mitte Juli rauskommen. Und wenn, aller Voraussicht nach, ich einfach so weitermachen kann wie bisher, würde unsere 5. Saison, sofern sie voll fahren wird, in der 31. Kalenderwoche enden. Das wäre dann Anfang August. Das wäre eine Überschneidung von 2 bis 3 Wochen. Und so eine leichte Überschneidung finde ich ganz gut, denn damit kann ich dann einfach F1 2020 in Ruhe zu Ende bringen und ich habe etwas Puffer, denn ich kann in den 2-3 Wochen mal gucken,
der neue Story-Modus und My Team-Modus. Oder mein Team heißt er jetzt auch offiziell. Vielleicht machen wir beides, also ein und oder ein oder. Aber wenn und, dann kommen ja beide Sachen relativ kurz. Ach, mal gucken, wie es wird. Aber nehmen wir mal an, wir würden My Team angehen. Dann könnte ich in den 2-3 Wochen, wo es eine Überschneidung gibt, einfach zum Erscheinungstag oder drumherum wieder dieses Abstimmungsvideo bringen, was ja bei uns Tradition hat. Und dann könnte ich in den kommenden 2 Wochen an einer Lackierung, sofern das auch alles weiterhin funktioniert, sofern es nicht im Spiel gut umsetzbar ist, könnte ich ja schon mit der ersten Saison mit einer eigenen Lackierung an den Start gehen. Da würde das mit den 2-3 Wochen Überschneidung wunderbar passen, aber eben unter der Voraussicht, dass ich eben jede Woche 2 Rennwochenenden aufnehme und für euch veröffentlichen kann. Kann ja in den Monaten noch was dazwischen kommen. Aber das klingt, wie ich finde, ganz gut. Ich verkürze nicht diese 5. Saison. Wir werden sie auch brauchen, wenn wir da vorne angreifen wollen, denn unser Team wird weiter hinten sein als beim Übergang von Saison 1 zu Saison 2 mit dem Jaguar. Und da können wir jedes Rennwochenende einfach gebrauchen, weil wir müssen aufholen. Und da brauchen wir einfach Rennwochenenden, so viele es nur irgendwie geht. Jo. Aber mal gucken, wie dieser Story-Modus sein soll. Klingt schon sehr interessant, muss ich zugeben. Aber dafür braucht es dann einfach mehr. Vielleicht schaue ich es mir erst an, wenn das Spiel draußen ist. Ich denke mal, vorab werde ich was mitnehmen, weil ich muss mich ja entscheiden für Abstimmungsvideo. Vielleicht kann man ja... Ja, dann wird das Team in der Formel 2 bestimmt wieder wählen können. Aber das ist alles so viel hätte, wäre, wenn, denn es gibt zu wenig Konkretes und da muss ich einfach schauen, was mit der Zeit rauskommt. Und dann mache ich mir einfach so meine Gedanken. Aber das ist der aktuelle Stand. Wir werden Saison 5 von F1 2020 voll erleben. Und falls das Spiel F1 2021 doch später rauskommen sollte, ich denke mal nicht, denn ich denke mal, das wird klappen. Ja, die F1-Reihe kam auch mal im Herbst raus, aber die Zeiten sind schon etwas länger vorbei und ich denke, Codemasters wird das schon ganz gut abgepasst haben. Ich denke schon. Tja. Und das war's auch schon wieder an dieser Stelle. Und da bleibt mir jetzt wieder übrig, euch eine schöne Woche zu wünschen. Habt viel Spaß mit dem, was ihr tut. Ob jetzt beim sich auf F1 2021 freuen oder beim einfach gar nicht dieses Video hier gucken, weil euch die F1-Reihe gar nicht interessiert. Ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt Spaß, nutzt die Zeit mit schönen Dingen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.